Die Niederlage gegen den HSV vom vergangenen Wochenende war womöglich eine wichtige Warnung im Endspurt in Liga und Pokal. Alle waren sich danach einig, wenn man nicht bis an seine Grenzen geht, reicht es nicht für den Erfolg. Unter der Woche war daher der Fokus konzentriert auf das kommende Derby gerichtet. Getrübt wurde das nur durch den Ausfall von Nastasic. Ja, Matti wird ausfallen bis Ende der Saison aufgrund seiner Verletzung am Knie. Alle anderen sind wieder dabei. Das Einzige ist, bei Breel Embolo müssen wir noch mal schauen, inwieweit wir dann bereit sind, auch das Risiko zu gehen. Und dann sehen wir weiter. Aber ansonsten alle fit, alle munter. Bis auf den Wermutstropfen Nastasic ist also alles bereit für ein neues Kapitel im Geschichtsbuch des Revierderbys. Das 4:4 aus dem Hinspiel ist noch bei allen in der Erinnerung. Die Schwarz-Gelben werden im Vergleich zum Hinspiel nicht nur mit neuem Stürmer, sondern auch mit neuem Trainer in der Arena auflaufen. Ein taktisches Mittelfeldgeplänkel erwarte Domenico Tedesco bei dieser Konstellation nicht. So ein Abtasten glaube ich nicht wirklich. Ich glaube, dass Dortmund Vollgas geben wird, voll drauf gehen wird, auch versuchen wird, schnell ihre Top-Stürmer eben in Szene zu setzen. Batshuayi, der nahezu jeden Ball vorne festmachen kann, säubern kann, egal wie schmutzig er aufdoppt, ist er in der Lage, eben diese eben festzumachen und die Mitspieler in Szene zu setzen. Haben sie am Flügel natürlich Top-Jungs mit Pulisic, Reus etc. Haben hinten dran sehr gute Strategen auf der 6. Also daher wird das ein Spiel, in dem wir intelligent spielen müssen. Trotzdem auch mutig sein müssen, unsere Chancen suchen müssen. Und dementsprechend können sich die Fans darauf freuen. Ja.